Wobei wir da wirklich noch einen rausgehen könnten. Oder ich könnte die zwei da stehen lassen und dann wirklich. Kann man Treppen eigentlich, apropos, kann man Treppen eigentlich, also so vom Turm her, von der Turmfläche her, wäre das schon hier wesentlich sinnvoller. So. Dann könnten wir hier quasi so eine Lücke haben. Die wären zu. Da wäre offen, da wäre offen. Also hier in dem Fall halt nicht. Wobei man den Fels ja da eh noch abtragen wollen würde. Okay. Machen wir mal den Spaß hier alles weg. Den würde ich mal lassen. Der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Der da hinten käme eh dahin. Zack, zack, zack. 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 Okay, warte mal. Den mache ich jetzt auch mal voll. Den kann ich ja später noch korrigieren. Okay, da drüben habe ich es anders gemacht. Ich weiß es. Das ist, weil ich hier noch ein bisschen am Experimentieren bin gerade. Wie ich das sinnvoll gestalten möchte. So, so. Dann du und dann du. Du. Hier und hier bitte. Und dann du und du und du. Und dann sollte ich vielleicht hier auch mal das Zeug nach oben ziehen. Genau. So, und dann können wir es hier noch einen Stock weg machen. Zack. Zack, zack. Na, komm von hinten. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ach. Also, das muss ich mir nochmal angucken, wie das ist mit diesen Inventory-Tweaks. Das könnte ich vielleicht später mal machen. Zack. Bevor wir hier wieder große Bauprojekte machen, weil die helfen einfach schon ungemein. Zack, zack. Immer von hinten nach vorne. Kommt man weiter. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack und zack. Und hier und hier. Du nicht, du dahin, du und du. Tu nicht gut. Bäm. Und du und du und du und du. So, dann hätten wir dieses Niveau auch erreicht. Das ist ja schön. So, und ich mache hier jetzt gerade irgendwas, was eigentlich schon die Sache mit den Zinnen ein bisschen festlegt. Aber nur ein bisschen. So. Ihr könnt ja trotzdem noch eure Kommentare zu loswerden. So, ich hüpfe mal da runter. Autsch! Okay, war nicht so wild. Die nächsten Steine. Hier bitte, hier bitte. Wunderbar. Und dann hätten wir hier schon mal gleich eine Möglichkeit. So, und dann wäre nämlich. Ja, wo machen wir das? Hier wahrscheinlich, oder? Oh ja, da hätte ich jetzt Bock drauf. Okay. Also, dann sagen wir das doch mal. Ja, vielleicht sogar so, oder? Von hier ab. Oder von hier. Ja, ich bin am Überlegen.
Das könnte man machen. Es wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich das wirklich so mache. Okay, also dann wärst du hier. Und zack, zack, zack. Dann also. So, genau. Und dann kann ich den nochmal hinpflanzen und dann hätten wir das auch geschafft. Und dann würde das bedeuten, dass ich hier sag, du kommst weg, du kommst weg und du kommst weg und dann hätten wir das geschafft. So, dann sehen wir jetzt gleich, ich zeige euch gleich mal, was ich da mir zusammenfingiert habe. So, das müssen wir uns jetzt mal angucken, ob wir das so haben wollen. Zack, zack und zack. Und du kommst natürlich weg nochmal. Wo bist du? Hier bitte. Und zack. Oh, es wird schon wieder Nacht. So. Dann hätten wir da quasi einen Aufstieg. Reicht ja. Und legen uns ins Bett. Gute Nacht. Guten Morgen. So, was soll das Ganze? Das Ganze soll Folgendes. Wir kommen relativ einfach hier rein und gleichzeitig auch nach oben. Ja, wobei, ich bin gerade am Überlegen, ob wir es nicht lieber so machen. Also ich habe gerade versucht, mich ein bisschen an gängigen Burgen zu orientieren, die es so gibt. Und ich glaube, da ist es fast so. Na komm. Ich glaube, da ist es fast so, dass man dich wegnehmen. Dich dahin. Und dann würde ich dich doch mal wegmachen. So. Und dann könnte man. Also in diesen gängigen Burgen ist es oft so, dass es ja nicht in der Mauer ist, also es hätte halt einen gewissen Vorteil im Untergeschoss, sondern dass es am Außenbereich ist. Also quasi, dass man quasi hier so hochrennt und dann ist man oben. Und dann hier wieder. So, was hier natürlich das besondere Risiko ist, ist, dass man hier halt dann doch runterfällt. So, und was ich jetzt hier noch machen könnte, wäre zu sagen, komme ich da jetzt hin? Nee, erst beim unteren. Okay. Okay. Aber hier kämen wir halt relativ einfach nach oben. Das würde man da drüben an der Seite dann wahrscheinlich genauso machen. Also so wie wir das hier gerade mit der Erde haben. Und hier käme ja man ja auch relativ einfach rein. So, die einzige Frage ist halt, will man das dann? Wenn man dann hier rausrennt und dann eins nach oben muss, will man dann hier zurücklaufen und hier hoch? Oder ich mache jetzt erstmal den Spaß da drüben. Den mache ich jetzt erstmal weg, die Erde hier. So. Und dann könnten wir da eine Aufstiegsmauer machen. Pam, 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 pam. So. Dann wärst du das, du das, du das und du das. Und dann hätte ich das auch schon mal erledigt. So, dann hätten wir hier einen relativ einfachen Aufstieg. Das gleiche würden wir auf der anderen Seite da drüben natürlich auch noch machen wollen.
Und da natürlich auch. So, da ist es ja so, das heißt pam, 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 pam und pam. So, und dann da unten auch so. Da müsste ich mal schielen. Wobei das ja da eigentlich gelogen ist. So, das wäre dann ja da, da, da und da. Und dann machen wir den da voll und den da und den da. Den da, den da, den da. Und dann bauen wir uns noch ein paar Treppen. Hey Hundi. Dafür gehen wir nochmal zu unserer coolen Werkbank hier draußen. Und dann würde ich doch zu dir sagen, jep. Also, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. 1, 2, 3. Jo, das sollte uns reichen. Und den Rest nehmen wir wieder zurück. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, fluff, fluff, fluff und fluff. Kommen hier relativ einfach nach oben. Zack. Und hier unten. Dann auch. Okay, und das bedeutet, der hier muss wieder weg. Und hier überlegen wir uns dann halt noch, ob wir den Turm nicht da so gestalten wie da drüben, wobei es ja auch Burgen mit unterschiedlichen Baustilen gibt. Hängt an dem Pferd da drüben eigentlich gerade ein Creeper dran? Sieht so aus, oder? Also da vorne. Kann ich hier irgendwie zoomen oder so? Ah, okay. Geht also nicht. Gut, das bedeutet aber hier wäre auch wieder ein Durchgang. So, und dann müsste ich hier vielleicht auch mal zumachen und zumachen. Und dann muss ich mir auf der anderen Seite da drüben noch überlegen. Was habe ich denn eigentlich momentan als Rüstung? Eigentlich könnten wir uns mal eine Eisenrüstung machen, oder? Wäre eigentlich langsam mal an der Zeit. Habe ich überhaupt Eisen? Ja, die ganze Zeit im Inventar. Okay. Also, ich mir mal eine Hose machen. Und mal einen Helm. Und das war's dann auch schon. Und dann würde ich hier mal das Eisen wieder weglegen. Und dann würde ich. Ach, die Eisenrüstung würde ich auch mal ablegen. Die Gitter würde ich auch mal ablegen. Und dann würde ich eigentlich fast mal. So, wir haben hier jetzt eine lustige Burg. Habe ich eigentlich Essen dabei? Ja. Okay, weil ich gerade am Überlegen bin, ob wir nicht spaßeshalber mal eine kleine Erkundungstour in irgendwelchen lustigen Höhlen machen, bevor wir uns hier weiter drauf verrennen, wie wir unsere Mauer gestalten. Dann könnt ihr euch das auch nochmal mit den Zinnen überlegen. Da habt ihr dann noch ein bisschen Zeit. Und dann würde ich mal direkt losflitzen. Hier hinten wollte ich ja auch noch was machen. Oh, dafür wollte ich auch einen Eimer mitnehmen. Eimer habe ich ja gerade gar keine. Ist ja jetzt auch egal. Dann würde ich mal hier in diese Höhle flitzen. Hihi. Okay, also Fackel war hier. Zurück aufs Schwert. Okay, da hat der
Der lustige Bogenmann den lustigen Creepermann ein bisschen umgebringt. Und ich war einfach nur, also, wie gesagt, das war ja dann Notwehr gegen. Okay, hier ist also nichts mehr. Die Frage ist eigentlich auch, warum haben die hier überhaupt gespawnt? Aber okay.